Hallo Leute, ich bin Arnolf und willkommen zu einer neuen Folge von Angezockt. Heute spielen wir ein Spiel namens The Don't Sleep. Don't Sleep. Ja, Leute, einer der schwierigsten Spiele, die ich gespielt habe. Also ein Survivor Game, aber einer der schwierigsten Survivor Games, die ich gespielt habe. Grafisch, pixelig, allerdings sehr interessant. Also auch einer der schwierigsten, wie gesagt, Spiele, die ich gespielt habe, Leute. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das sage. So, wir haben, wir spielen für diese Person. Ihr werdet gleich sehen, also es gibt Katja, Rob, Kaya und Rob. So rum. Wie gesagt, grafisch mäßig pixelig, allerdings sehr interessant, Leute. Ihr werdet gleich sehen. Schwierigkeitsgrad liegt nicht daran zu überleben, sondern daran es zu schaffen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine, Leute. Gleich. Also ihr könnt das lesen. Erstens, es ist halt auf Englisch und da das angezockt ist, ich weiß nicht, soll ich das überspringen? Nein. Ich will, dass ihr das alle seht. Da kommt jemand. Zombie. Ja, es gibt noch einen Scott. Das hättest du jetzt nicht machen sollen. Der wird angeknabbert. Moment. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, also, ihr könnt hier nicht sterben, dass da, da hier irgendwie, entweder weil ihr überhaupt nicht sterben könnt oder weil, ihr zurückgeworfen wird, also immer wieder Treffer. Irgendwie schaffe ich nur mit zweiten Mal. Immer. Also als ich gespielt habe, habe ich das auch so hinbekommen. Ja, und das ist euer Schwierigkeitsgrad, Leute. Der meldet sich gerade. Ihr seid hier nicht alleine, sondern mit einem Baby. Und das hier ist unser Haus. Ihr werdet gleich sehen, was da alles ist. Also, wir haben ein Baby, der muss gefüttert werden. Also hier Komfort, Hygiene, Food und wir haben das gleiche auch noch. Problem ist, das hier ist Babyzimmer. Das heißt, hier wird er gewickelt, hier wird er schlafen gelegt und so weiter. Ja, also, das hier ist unser Zimmer. Das heißt, das hier ist die Küche, Badezimmer, Wohnraum, Schlafzimmer. Das hier ist der Schutz. Wir werden angegriffen. Hier drin liegt Munition, so viel ich weiß. Also, da sind wir. Da kommt schon, ja, Zombies. Muss mir so schnell wie möglich raus hier. Kill him. Und jetzt wird nochmal hier gezeigt, also hier sollen wir Rest
Also schlafen, Baby füttern, Babyhygiene, Babykomfort, unser Toilette, Essen, Kochen, Waschen, Schlafen und hier sind Amos. Also hier können wir so eigentlich nur so resten und so weiter und so fort. Die Frage ist folgendes: Können wir hier reparieren? Weil es wurde gerade etwas eingeknabbert. Das Cage. Ja, also. Okay. Oh, da passiert was. Das Baby schreit. Oh nein. Schnell, 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 schnell. So, was müssen wir? Toilette. Und essen. Erstmal kochen. Gekocht. Und das habe ich gemeint, Leute. Ihr werdet es niemals ohne zu sterben schaffen. Niemals. Ihr werdet es nicht schaffen. Leute, das habe ich versucht. Ich habe schon das Baby gefüttert, also bevor die Zombies kommen. Das heißt, ihr müsst auch noch schlafen. So, wir haben es geschafft. Wir sind Level Up. Was können wir machen? Ich mache mal Gun Hunting. Okay. So, jetzt dann mal etwas sauber machen. So, jetzt schlafen legen. Und jetzt will ich eigentlich Munition holen. Und da kommt jetzt schon Zombie. Ich kann nicht, also da sind wir. Wir können nicht essen. Okay. So, jetzt sind wir wieder hungrig. Jetzt. Los, 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 los. Jetzt schnell hier essen. Moment. Wo kann ich essen? So, gegessen. Und schon wieder sind Zombies da. Da ist er. Wieder in der Toilette. Moment. Da. Okay. Wieder mal was essen. Solange das Baby nicht schreit, ist alles Balletti bei dem. Jetzt essen. Da, jetzt ist sie. Das Problem ist, wenn die das schaffen, kaputt zu zerstören, dann haben wir auch verloren. Das heißt, Baby will jetzt essen. Schnappen wir uns das Baby. Füttern. Baby zurücklegen. Das werdet ihr niemals ohne zu sterben schaffen, Leute. Also. Ich mache aber ziemlich viel Fun. Repair Skill. Machen wir. Kann ich das reparieren? Wo, was ist los? Was? Ich will schon wieder fressen. Schnell essen. So, jetzt muss ich hier mal. So, etwas pennen. Kommt noch einer. So, jetzt müssen wir mit dem Baby erstmal die Hygiene und jetzt füttern.
Jetzt dahin und jetzt wieder zurücklaufen. Also das ist echt knifflige Survivor-Game. Wo bist du? Wo ist noch einer? Achso, da. So. Cooking. Was ist los? Die will essen und wir haben das Problem, dass jemand uns angreift. Nein. So ein Mist. Das war's. Seht ihr das? Also, das kann man einfach nicht schaffen. Wenn man hier alleine überlebt, ist klar. Ja, also alleine hätte ich das vielleicht noch ein paar Tage überlebt. Aber nicht, wenn man für jemanden hier zuständig ist, sozusagen. Ja, Baby, komme. Was hast du denn? Hygiene. So, Hunger hat er keinen. Ich muss jetzt erstmal mich um diese Viecher kümmern. So, jetzt muss ich auch noch hier reparieren. Fixet, 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 fixet. So, jetzt gehen wir was essen. Oder? Ja. Wir brauchen Food. Essen. Toilette. So, jetzt muss ich mir. So. Cooking. Also das ist echt stressig hier. Aber ziemlich cooles Survivor-Game. Deswegen habe ich das angezockt. Und deswegen wollte ich euch fragen, habt ihr Lust auf sowas? So, was? Wir müssen duschen. So, genug geduscht. Nein, einfach nackig rausrennen und erschießen. Komme, 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 mein Baby. Ja, was hast du denn? Hygiene. Ah, Mist. Also Food hat er nichts. Oh. Jetzt kommen sie durch. Okay. Was habe ich? Ich habe Hunger. Und außerdem Rest. Komm schon, wo bist du? Ja, okay, Leute. Auf jeden Fall. Es ist so ein, ja, so ein Game, wo man wirklich, auf beide aufpassen muss. Wir sind Level 6, haben Essen. Wir müssen auch noch Essen kaufen oder holen. Ja, also es ist nicht so, dass wir. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass wir mit dem Baby irgendwo fahren können. Also wir haben, glaube ich, ein Auto. Können wir nicht.
Weil wir haben hier eigentlich nicht viel. Müssen Food sammeln, Babys Sachen sammeln, so und das haben wir noch nicht. Ich glaube, das, nein, das ist schon zu schwer. Also das reicht uns. Jetzt kommen wir zurück. Und die Zombies kommen auch zurück. Ja, jetzt haben wir Hunger. Aber ich habe versucht, das euch zu zeigen, das alles zu zeigen, was ich halt, was man hier so machen kann. Also wir müssen einkaufen, wir müssen komm schon, so. Ich füttere mal ein Baby. Ne, wir legen mal das Baby ab. Ich esse jetzt was. Nein, haben wir nicht geschafft. Aber wir haben hier eingekauft, wir haben hier alles. Auf jeden Fall, Leute, ihr wisst jetzt, um was es geht. Also ziemlich cooles Spiel. Klar, grafisch ist es, naja, so lala. Aber immer noch interessant. Also wenn ihr darauf Lust habt, in den Kommentaren damit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lone Wolf, haut rein. Ciao.